Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meiner neuen, niegelnagelneuen PS4, die ich auch schon im Unboxing vorgestellt habe. Und nämlich kommt nicht Warframe dran, auch nicht Black Flag Retribution und auch nicht Kill or Shadowfall, sondern Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich würde sagen, ohne großartig irgendwelche Reden zu halten und euch zu langweilen, starten wir mal das Spiel, oder? Also, ich drücke mal den X-Button und starte das Spiel. Assassin's Creed 4, ein wirklich geniales Spiel. Kann man nicht anders sagen, es ist wirklich ein geniales Spiel. Ich bin generell ein großer Assassin's Creed-Fan. Ja, das ist ein Spielstudio, automatisch speichern, okay. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren. Dieses fiktive Werk wurde von einigen lest euch selber durch. Drückt Pause und lest euch selber durch. Abstergo David. Assassin's Creed 4. Black Flag. X drücken. Da drücken wir mal X und starten das Spiel. Ich hab's schon durchgespielt. Ich muss den Spielstand nochmal löschen. Also ich hab's hier schon mal angespielt. Ich hab's auf der PS3 zweimal durchgespielt. Daher kenne ich schon das Spiel um einigermaßen. Ich will nur nicht spoilern. Und in Cutscenes werde ich mal einfach mal meinen Maul halten. Weil ihr wollt ja die Cutscenes sehen. Das ist ja ganz normal. Und wenn es mal losgehen würde, wünsche ich euch viel Spaß in der ersten Cutscene. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. So. Kanonen abfeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie L2 und bewegen sie den rechten Analogstick zum Zielen. Drücken Sie dann auf R2, um zu schießen. Schießen Sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Komm, ich will die Frikantine. Dreh dich gefälligst um. Bist du schwul oder so? Dreh dich um, fällig. Du sollst dich umdrehen. Ja, Mann. Bereit zu schießen, Sir. Ich muss sagen, ist richtig guter Sound hier auf der PS4. Komm, bereit, ziehst es hoch! Feuer! Wo ist die scheiß Brick? Ah, nee, ist eine Fregatte, oder? Die sind nicht das ist eine Brick. Nee, ist keine Brigantine. Feuer! Oh, geil! Was war das jetzt? Blitzeinschlag. Feuer! Willst du mich verarschen? Was halten die alles aus? Feuer! Alter! Geh sterben! Das gibt's doch nicht! So, aber jetzt, down! Yeah! Wir haben's geschafft, oder? Ja, das war's. Das war unser Hauptziel. Das Magazin! Es explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du Räuber! Oh, das tat weh. Ja, ein schönes Feuerwerk, würde ich sagen. Definitiv. Okay, wir speichern. Ist immer gut. Warte mal. Oh. Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen.
Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wirst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. So, dann mal eine kleine Szene gesehen von Edwards Frau. Um die geht's öfters mal im Spiel. Das sind so deine Flashbacks. Und da ist man nach oben schwimmen, würde ich sagen. Gut gemacht, Edward. Du hast dich noch gefangen, weil er hat jetzt echt nicht mitbekommen, dass man normalerweise wäre gestorben. Okay, dann schwimmen wir mal an Land. Die Küste, ach nee, die Ufer. Die Ufer erreichen. Das Ufer erreichen. Machen wir einfach mal. Unsere Leber regeneriert sich auch. Was soll man dazu sagen? Assassin's Creed 4 ist, finde ich mal, einer der besten Ableger der gesamten Reihe. Neben Assassin's Creed 2 und Revelations und Brotherhood. Der 3 war nicht so geil, der 1 auch nicht, aber die anderen Teile gingen eigentlich, waren eigentlich ganz geil. So, wir haben es geschafft. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist das nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hole ich mir, Früchtchen! Was ist das für ein dummer Spasti? So, wir müssen jetzt den Assassinen töten und... Wir haben sogar schon ein paar Säbelchen am Start. Anfang. Wir werden uns jetzt diesen Harlunken mal krallen. Und warum ich jetzt mal mit alten Wörtern, also alte Wörter benutze, ist ganz einfach. Assassin's Creed spielt in älteren Zeiten, von daher kann man das mal ruhig mal machen. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Das macht dann schon viel mehr Spaß, wenn man sich dem Wortgebrauch des Spiels anpasst. Dann macht es schon gleich viel mehr Laune zu kommentieren. Diese alte Schabracke werden wir ordentlich mal eins überbraten. Ja, so redet man alt. Mir fallen aber sonst auch keine älteren Wörter jetzt mehr ein. Wir werden den bestimmt bald am Schlawittchen packen. Ja, ich hör mal auf lieber, oder? Okay. Oh. So, gehen wir mal einfach ganz kurz hier hoch. Und hier oben. Also jetzt spiele ich mal ganz kurz den Erklärbär. In Assassin's Creed gibt es generell immer diese hohen Punkte, die Aussichtspunkte. Oder doch, die heißen. Die heißen im jeden Spiel auch Aussichtspunkt. Die kann man halt dann sich halt hochhangeln und dann synchronisieren. Das Synchronisieren bewirkt, dass die Karte aufgedeckt wird und dass man den Ort als Schnellreisefunktion nutzen kann. Was auch, glaube ich, erst seit der 4 wirklich richtig funktioniert. Und deswegen synchronisieren wir mal ganz kurz. So, das war unsere erste Synchronisation. Und auf den hohen Punkten kann man immer so einen Todessprung machen. Den zeige ich dir mal ganz kurz. Das war der Todessprung. Blöder Fatsch. Ja, den schnappen wir uns dann gleich. Aber erstmal holen wir uns die Truhen. So,
erst in Ruhe. Ich kenne, wie gesagt, ein paar Truhen auswendig in Assassin's Creed 4. Ich sag, ich habe es selber durchgespielt. Daran kann man mir schon glauben. Ich kenne ein paar Karten. Ach, bei Leben kann man schon verlieren. So, die Truhe nehmen wir auch mal ganz kurz mit. Um sie mal ein bisschen Geld am Start zu haben. Am Anfang kann ich schon den Schaden und wo geht's eigentlich jetzt hoch? So, die Flasche ist jetzt egal, weil die man kann zwar diese Flaschenposten sammeln, aber es bringt einen jetzt nicht so viel. Dann hast du ja immer Nachrichten, die du vielleicht nie liest, weil die sind übelst lang. Die wirst du bestimmt nie lesen. Und das ist der Grund, warum die eigentlich niemand braucht. Hier oben liegt auch schon ein erlegtes Tier. Dank dem lieben Assassinen, was wir kurz halten können. Und auch Tiere halten ist auch relativ effektiv. So, gehen wir einfach mal hier hoch und folgen den Typen. Wir könnten uns zusammentun. Will aber nicht. Das war nur Spasti. So, gehen wir mal ganz kurz auf den nächsten Synchro-Punkt. Und ihn auch noch ganz kurz synchronisieren. Ich muss sagen, das ganze Setup, das ganze Konzept, genau, von Assassin's Creed 4 ist ziemlich gut gehalten. Hat viele geniale neue Sachen halt, wie Assassinen-Missionen und so ein Scheiß. Wobei manche mehr ausgebaut sind. Oh. Nee, mach ich aber nicht. Du Wichser! So, warte mal, jetzt hole ich mich dir. Jetzt kommst du, Freundchen. Jetzt komm ich, Edward Kenway, der Pirat. Freibeuter. Ja, spring da einfach mal, Edward. Du bist so blöd, Alter. Der springt ja nicht. Der springt ja nicht. Ich drück zwar ganz Zeit springen und rück, der springt ja nicht. So, warte mal, dich haben wir gleich. Kannst nicht von mir auch fliehen. Ich will dich. Ich stau dir mal kurz deine Waffe, ne? Gib mal her! Und tot! Und da haben wir erledigt, den Typen. Mr. Duncan Walpole, ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. So, das war erstmal, also. Ich hätte mal ganz kurz ich noch synchronisieren gehen, damit ich Speicherpunkt habe und dann werde ich die erste Folge mal diese kurz beenden. Ne? Erstmal kurz synchronisieren. Dann beende ich erstmal die Folge dann, weil ich habe 15 Minuten so im Schnitt schon aufgenommen und da möchte ich jetzt einen kurzen Cut drin haben. So. Und ich würde sagen, an diesem Punkt beenden wir mal die Aufnahme. Ne? Also danke fürs Schauen. Auf Wiedersehen.